Hallo YouTube, hallo Freunde des Let's Plays, euer Swordy mit der 11. Ausgabe GT Legends und es wurde gewählt. 9 Stimmen wurden abgegeben, 3 davon gingen an die Kombination Renault Alpine A110 auf der Müllenbach-Schleife des Nürburgrings. Bevor es damit allerdings losgeht, die Auswahlmöglichkeiten für die nächste Folge sind Dijon-Prenois und zwar in der kurzen Version. Also ohne diesen ollen Schlenker da drin. Etwas zügiger unterwegs. Oder Spa-Francorchamps. Natürlich in der einzigen Version, die wir so haben. Ich glaube auch die einzige Version, die es gibt. Wobei ich habe, glaube ich, mal gehört, dass es noch eine kürzere Version gibt. Ich wüsste nur nicht, wo die bitteschön stattfinden soll. Ist auch egal. Also Spa-Francorchamps oder Dijon-Prenois in der kurzen Version. Dazu gibt es dann den Porsche 906 oder den Jaguar E-Type oder den BMW CSL. Der Link zur Umfrage ist nach wie vor unten in der Videobeschreibung zu finden. Ich bitte um rege Beteiligung, damit wir dann auch nächstes Mal eine schöne Kombination zusammenstellen können. Nun aber zum heutigen Programm. Und zwar haben wir, wo habe ich dich denn schon wieder versteckt? Nürburgring, Müllenbach-Schleife mit der GTC 65, genau. 28 Runden. So viele Fahrer wie irgend möglich. Ja, wunderbar. Und gewählt wurde der Renault Alpine A110. Wir schauen uns dieses Auto gleich mal an. Der Renault Alpine, der Alpine A110 eigentlich, gebaut von 1962 bis 1977 und in den Anfängen auch wirklich als Alpine A110, nicht als Renault Alpine, denn Renault kam erst später dazu. In den Anfängen wurde dieses Auto, was eben beim Hersteller Alpine gefertigt, konzipiert, entwickelt, gebaut wurde auf Basis oder als Weiterentwicklung des A108, wurde wirklich nur beim Alpinenhändler verkauft. Ja, später kam dann durch eine Kooperation mit Renault-Vertragshäusern auch der Verkauf über genau diese Renault-Handelskette. Na, die Renault-Händlerkette. Ihr wisst schon, ne? Also man konnte dann auch zum Renault-Händler gehen und sagen, ich hätte gerne einen Alpine. Im Laufe der Jahre hat Renault ein paar Euro 50 investiert. Alpine hat zwar zu der Zeit schon etliche Bauteile für das Fahrzeug bezogen von Renault, aber im Laufe der Zeit wurde die Kooperation etwas verstärkt. Renault hat Geld investiert im Bereich Motorsport. Alpine A110 hat dieses Auto, Alpine hat den A110 mit Renault Golden eingesetzt, so rum wird es zu einem sinnhaften Satz. Und dadurch immer mehr Kooperation gefördert, gefestigt. Im Laufe der Zeit hat Renault dann allerdings das Geld nicht nur in den Motorsport investiert, sondern auch in die Anteile der Firma Alpine und hat, glaube ich, 1978 dann 100% von Alpine gehalten. Und irgendwo Ende der 60er Jahre hat sich dann eben auch der Name Renault Alpine oder Alpine Renault eingeschlichen und gefestigt, weswegen das Auto also heutzutage als Renault Alpine bekannt ist, beziehungsweise als Renault Alpine A110. Eigentlich landläufig, wenn man von Renault Alpine spricht, wenn man vom A110 spricht, nennt man das Ding auch einfach nur Renault Alpine. Da weiß eigentlich jeder, was gemeint ist. Man hat 1963 angefangen, seitens Alpine das Auto im Motorsport einzusetzen. Vorrangig im Rallye-Sport, war dort auch teilweise erfolgreich, wobei erst in den späteren Jahren. Am Anfang war man ein bisschen unterlegen, untermotorisiert und so weiter und so fort. Kennt man ja. Wo keine Leistung ist, kann auch keine Leistung kommen. Hat aber im Laufe der Jahre, wie schon erwähnt, mit Geldern von Renault auch etwas größere Motorsporteinsätze gefahren. Und zwar 1967 hat man angefangen, mit Renault-Unterstützung Le Mans zu bestreiten. Und seit der Zeit gab es dann eben auch den Namen Alpine Renault als Doppelname. So wie das in anderen Bereichen des Motorsports ja auch üblich ist, dass man den Chassishersteller vorne nennt und dahinter dann den Motorhersteller. Zum Beispiel hatten wir auch mal einen Williams Renault, glaube ich. Nee, Renault Williams, Williams Renault.
Doch, müsste ein Williams Renault gewesen sein. Ein Renault gefertigt. Ne, doch, ein Straßenfahrzeug auf jeden Fall. Williams Renault aus der Formel 1 ja bekannt, aber eben auch als Straßenfahrzeug, eine Kooperation zwischen beiden Unternehmen. Hat es alles mal gegeben. Doppelnamen sind was Schönes. Ja, Renault Alpine ist aber, denke ich mal, im Bereich Straßenfahrzeuge einer der klingendsten Doppelnamen. Da kann man sich wirklich was drunter vorstellen. Und Unwissende wie meiner einer haben jahrelang gedacht, das ist halt einfach eine Produktbezeichnung für einen Renault. Aber nein, es ist wirklich eigentlich mal ein Alpine gewesen oder es ist ein Alpine. Und durch die Kooperation mit Renault hat sich dann dieser Name dort auch eingeschlichen. Wir haben hier übrigens ein früheres Modell, also eines vor 1967, denn wir haben hier noch die einfachen Scheinwerfer. Ab 67 gab es die doppelten, die ja aus dem Rallye-Sport bekannten. Diese Leistungsdaten passen wie immer nicht. 112 kW finde ich nicht, gibt es nicht. Ist eine Erfindung, wie auch immer. Es gab vom Straßen-Renault Alpine verschiedene Versionen von 1,0 Liter bis 1,8 Liter Reihen, Vierzylinder, 48 bis 175 PS. Eine relativ große Bandbreite. Mag jetzt alles nicht so sportlich klingen, aber wenn man bedenkt, das Auto hat nur knapp über 700 Kilo gewogen als Straßenversion. Ich glaube, 750 bis 760 Kilo waren so die Straßenversionen. Dann geht da schon richtig was vorwärts. Heutzutage wiegen die Autos das Doppelte durch die ganzen Sicherheitsaspekte, Multi-Entertainment, Tralala-Gedöns. Kommt trotzdem nicht von der Stelle. Damals 175 PS auf 700 Kilo, das geht schon richtig flott nach vorne. Wir haben hier ein Aggregat, wahrscheinlich 1,1 Liter rein Vierzylinder. Wahrscheinlich deshalb, weil in den Anfängen der Motorsporteinsätze 1,1 Liter Aggregate verbaut wurden. Erst später hat man dann auf 1,3 oder 1,6 Liter erweitert. Da wir aber hier ein frühes Modell haben, 1967 oder vor 1967, müsste entsprechend ein 1,1 Liter Aggregat drin sein. 152 PS sollen hier anliegen, entspricht zumindest nicht einer Standardmotorisierung. Und ob sowas im Rennsport mal eingesetzt wurde, wage ich nicht zu beurteilen. Die 1,1 Liter Aggregate waren eigentlich schwächer. Mit ungefähr 125 PS ist man im Rallye-Sport angetreten in den ersten Jahren. Ob diese 152 PS irgendwo herkommen, ich kann es euch nicht sagen. 203 km/h Topspeed sollen möglich sein mit einem manuell geschalteten Fünfganggetriebe. Ob wir diese Geschwindigkeit heute erreichen, wage ich mal zu bezweifeln. Was haben wir denn sonst noch so auf meiner Liste stehen? Ah, es gab nicht nur das hier gezeigte Fleececk, das wohl berühmteste Exemplar des A110, sondern man hat sich auch versucht in einem Cabrio und einem 2+2-Sitzer, einem sogenannten GT4. Der sieht ziemlich hässlich aus, wie ich finde. Der macht hinten noch so einen Buckel und dann geht es steil abfallend, stufenheckmäßig. Ne, gefällt mir nicht. Aber diese Form, wie wir sie vor uns haben, die Fleececk-Form des Alpine A110, das ist Standard. So kennt man ihn, so liebt man ihn. Und ja, so fährt man ihn, zumindest mit meiner Körpergröße, nicht mehr, denn da hat schon der normal gebaute Mensch Probleme, reinzuklettern in dieses Fahrzeug. Die Autos übrigens handgefertigt nach Kundenwunsch und entsprechend alle irgendwie individuell. Es dürften nahezu keine zwei Stück gleich aussehen. Weil eben handgefertigt und mundgedengelt. Na, was haben wir denn noch? Jawohl, 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 das hatten wir schon, das hatten wir auch. Es gab später Lizenzfertigungen in Mexiko und wo war das andere? Bulgarien, die sich ein bisschen unterscheiden, aber größtenteils auch aus Renault-Teilen bestanden. Was da den Unterschied macht, weiß ich momentan gar nicht. Wahrscheinlich preislich. Da in den Ländern ja das Preisniveau nicht ganz so hoch ist. Renault Alpines sind preislich heute nicht mehr die billigsten. Ich glaube, die billigsten Varianten kriegt man gebraucht für 30.000, 40.000. Gute Varianten oder gute Exemplare dann für 90.000 bis 100.000 und die richtig edlen, auch mit Rennsporthistorie, da ist man dann mal locker eine Viertelmillion los. Zwölf, noch ein Punkt, den ich zur Historie hinzufügen möchte, hat Renault ein Konzept vorgestellt, wie man den Renault Alpine wiederbeleben könnte. Zum 50-jährigen Jubiläum des Fahrzeugs hat man eine 400 PS V6 angetriebene Designstudie vorgestellt.
Ja, wobei, es war mehr so eine Designstudie, das Ding fuhr ja schließlich. Was jetzt daraus geworden ist, ich weiß es leider nicht. Es sah aber schon Bombe aus, das Teil. Hatte mit dem ursprünglichen Renault Alpine nicht viel zu tun. So von der Optik her. Das Einzige, was man wirklich gemeinsam hatte, war die Farbe. Ansonsten sah es halt aus wie ein moderner Renault, aber sah schon gar nicht mal so schlecht aus. Und es war auch sehr, sehr leicht. Für 400 PS war das dann schon ein richtig gutes Angebot. Ich glaube, man lag unter 1000 Kilo. Irgendwie knapp über 900. Das war schon nicht ohne. Ja. Habe ich jetzt eigentlich... Ja, habe ich, gut. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, was daraus geworden ist. Finde ich eigentlich schade, denn das wäre sicherlich ein interessantes Angebot geworden. Ja, der legendäre Renault Alpine A110. Schade, dass man immer so wenig Daten zu diesen alten Schätzchen findet. Naja. Wir sind heute hier sammelt auf der Mühlenbachschleife des Nürburgrings. Ganz kurzer Abriss über den Nürburgring. Ich denke, die Story hängt den meisten schon zu den Ohren raus. Und wer noch Näheres wissen möchte, einfach mal bei irgendeiner Cars & Tricks Folge vorbeischauen, die den Nürburgring behandelt. Sowohl in Assetto Corsa als auch in R3E. Hinlänglich ausreichend darüber gesprochen. 1927 als Gebirgsrenn- und Prüfungsstrecke eröffnet. Nordschleife plus Südschleife zusammen 28 Kilometer. Die Südschleife allein 7,7. Start- und Zielgerade mit der Gegengerade ungefähr 2 Kilometer. Und dann haben wir natürlich noch den Rest. Die Nordschleife, die ja zum Glück heute noch besteht. Südschleife ist 1984 gewichen, und zwar dem neuen Grand Prix-Kurs, zu dem auch die Mühlenbachschleife gehört. Diese also erst seit 1984 existent. Aber auch vorher schon war der Name Mühlenbach sehr präsent. Einige Rennen haben hier in der Region ihren Anfang gefunden. Besonders irgendwelche Hillclimb-Versionen. Naja, die Mühlenbachschleife heute übrigens auch wirklich genutzt. Zum Beispiel für Drift-Events, für die deutsche Amateur... Wie heißt der Laden? Deutsche Amateur-Rundstreckenmeisterschaft. So, okay. Für Rallycross wurde sie bereits in den 90er Jahren verwendet. Hier gibt es noch eine Schotterpassage irgendwo, wo man auch kleinere Rallyes fahren konnte. Und somit die Mühlenbachschleife also wirklich im Einsatz, hätte ich eigentlich gar nicht gedacht. Dieses Kleinod von gerade mal 1489 Metern, dass das wirklich genutzt wird. Aber dem scheint so zu sein. Also man fährt hier tatsächlich Rennen und macht Veranstaltungen. Finde ich wirklich sehr, sehr interessant, dass man dieses bisschen mit dieser lustigen Kurzanbindung hier wirklich benutzt. Wobei an dem Dunlop Zeittafel, wobei eigentlich auch eine Positionstafel, weil Zeiten haben da keinen Platz. Ah, aber trotzdem eine ganz lustige Nummer. Extrem kurze Strecke. Und auch eine eher unbekannte. Die normale Sprint-Variante, die andere Kurzanbindung, in der unsere Boxengasse momentan liegt, fährt, die kennt man natürlich aus der DTM, aus den ADAC GT Masters, aber hier die Mühlenbachschleife, die ist halt doch eher selten irgendwo im Aufgebot. Und ich verbremse mich mit meiner Alpine. Ach komm. Schöne Farbe da vorne. Oh, du auch, schöne Farbe. Im Training gerade war eine 51er drin. Müssten wir also auch gleich mal schaffen hier im Qualifying. Ich schaue mal ganz kurz, was habe ich denn noch hier beizutragen. Eigentlich nicht viel. Die Mühlenbachschleife hat eben keine allzu große Historie. Wurde aber im Zuge des Neubaus des Grand Prix-Kurses 1982 bis 84 geschaffen und hat auch irgendwo ihre Bedeutung. Besonders im Bereich der Grand Prix-Strecke oder des vollen Grand Prix-Layouts geht es natürlich auch hier unten durch Schumacher S. Und besonders unten in der
Dunlop-Kehre kann man sich die ein oder andere Überholmöglichkeit ausrechnen. Wir rechnen jetzt aber nicht, wir fahren. Wir schauen, dass wir hier mal eine gute niedrige 50er oder 51er Zeit auf den Asphalt brennen, um uns eine gute Startposition zu behaupten, zu sichern. Und machen wir das mal so. Und dann bin ich jetzt auch gleich mal ruhig für die nächste Runde. Schöne Lichtstimmung hier unten in der Dunlop-Kehre. Vielleicht sollte ich mal das Licht anmachen, damit ich was sehe. Ja, das also der Renault Alpine A110 von außen. Klingt schon ziemlich kratzbürstig, ein bisschen blechern. Er ist halt ein oller französischer rein Vierzylinder. Da darfst du nicht erwarten, dass hier auch diese Quatre Töpfe ein bisschen guter Sound kommt. Die Strecke ist ganz lustig. Ich finde, diese Kurzanbindung hat irgendwie was. Und jetzt habe ich es gerade mal ziemlich verkackt, aber unsere Zeit ist ja schon exorbitant gut. Hätte ich nicht erwartet. Schauen wir mal, wie schnell wir jetzt noch hier bis zur zur Dunlop-Kehre runterkommen. 170 gerade mal. Hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Ah, der geht ganz gut voran, der Hobel. Wie gesagt, kein Gewicht und dafür ein bisschen Leistung drunter. Okay, kann man auch Flat Out nehmen, wenn man die Reifen ein bisschen überansprucht. Naja, das war natürlich nicht schnell, ist klar. Wir sollten jetzt langsam mal aufhören und ins Rennen übergehen, glaube ich. Das Auto liegt eigentlich so ganz gut, wenn man ein bisschen am Quick-Setup rumschraubt, denn sonst kommt der Hintern einfach zu oft rum. Das hat
relativ viel übersteuern von Haus aus. Ich wollte nicht in die Box fahren, aber egal, dann machen wir es halt. Ja, die Boxengasse ist lustig. Irgendwie so unpassend, so unförmig, aber mei. Ja, also das Auto wirklich sehr schön zu fahren, wenn man, wie gesagt, hier am Quicksetup ein bisschen mehr Richtung Untersteuern geht. Ansonsten schwänzelt es auch sehr mit dem Heck. Aber so läuft das schon. Das ist sehr gut zu fahren, ist auch sehr spritzig, weil aus 700 Kilo, was haben wir, 152 PS, da geht schon was. Und das merkt man dem Auto auch an. Der will und der kann. Und ja, entsprechend lustig ist das Ding zu fahren. So, wird denn unser zweiter Platz noch unterboten? Nein. Okay, dann haben wir heute mal ganz gut abgeschnitten, wa? Eine 49,3, das ist 1,7 Sekunden schneller, als ich im Training gefahren bin. Da muss ja irgendwie... Wobei, ich habe jetzt einige Runden gefahren, die gerade mal eine, ja, so 9/10 eine Sekunde langsamer waren. Also, ist schon okay. Mit der 50,3 wären wir immer noch auf der 10. Ne, 11. Ich bin echt erstaunt. Okay, da sieht es doch wieder anders aus. Startplatz 13. Ja, passt schon. Wir haben 28 Runden. Entschuldigung. Ei, ei, ja. Mann. Drei Viertel davon war mein Fehler. Hui! Scheiße. Grüß Gott, Jungs. Hättet ihr was dagegen, wenn wir nochmal neu starten? Ja, okay. Dann fahren wir halt. Wir haben ja 28 Runden Zeit. Boah, guckt euch mal an, wie groß so ein Oller SLS ist. Also, ich meine, nicht der doch 300 SL. Der alte SLS. Ach, ihr wisst schon. Das ist ja sogar ein SLS gewesen, oder? Was sagen meine Notizen? Ja, das war ein 300 SLS, genau. Der uralte. Das ist verdammt hoch, so ein Teil. Unser Genosse im dunkleren Blau gefällt mir nicht so, die Farbe. Auch so ein Jaguar E-Type ist verdammt hoch gegenüber einer Renault Alpine. Das Auto ist halt einfach winzig, ist flach wie eine Flunder. Selbst so eine olle Cobra, die ja normalerweise unter alles drunter passt, ist ewig groß gegenüber diesem Renault. Der Körperkontakt hier. Runter vom Körper mein Auto. Ich muss echt vorsichtiger bremsen bei dem Hobel. Der blockiert sofort, der Kleine. Danke fürs Platz machen. C2, auch groß wie ein Schlachtschiff. Ich denke mal, mit so einem Auto kommst du nicht in ein deutsches Parkhaus, ohne dir den Arm zu verrenken bei deinem Versuch, die Karte aus dem Autobahn zu krabbeln. Ah.
Grüß Gott. Ja, wir sind schon auf der 12. Gar nicht mal so langsam. Von der 13 gestartet, auf die nahezu letzte Position zurückgefallen und mittlerweile schon wieder 12. Und wir werden heute wohl einige Überrundungen sehen, habe ich so das Gefühl. Oh. Ho, 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 ho. Das wäre fast ein ordentlicher Einschlag geworden. Wie viel Rückstand haben wir denn mittlerweile? 6 Sekunden. Oh, das ist eine Menge. Gehen die Lichter an, dann machen wir auch unseres mal an. Sieht schon schön aus, wie die Lichtkegel durch die Nacht wandern, durch Schumacher S. Das hat was. Hm, 24 Stunden auf diesem 1,5 Kilometer Kurs, das würden ziemlich viele Runden werden. Ich würde mal sagen, so 1500 Runden könnten zusammenkommen. Schnellste Rennrunde, wunderbar. 1500 Runden, meine Güte, kriegst du einen Drehwurm. Außerdem würde es ganz schön eng werden. Bei den ganzen Überholmanövern oder Überrundungsmanövern. Dann am besten noch Multiclass Races, LMP1 gegen LMP2 und GT. Ja, es würde schon ein sehr interessantes Bild abgeben. Diese beleuchtete Arena hier unten macht irgendwie sehr viel Stimmung. Das sieht richtig geil aus, das Teil. Richtig schöne Atmosphäre. Na, da vorne haben wir schon Überrundungsversuche.
Okay, mittlerweile 10. Und irgendwo hier ist der 9. Platzierte. Ich denke mal, das rote Etwas war das. Aber nichts Genaues weiß ich nicht. Es geht hier echt eng zu gerade. Oh, und diese großen Korvetten. Hatte sich da gerade einer an mich angelehnt oder fühlte sich das nur so an? Ah, Mist. Bisschen zu viel Gas mitgenommen hier. Ah, massig Zeit verloren. Letzte Runde 2,3 Sekunden. Das geht ja gar nicht. Auf welchem Platz sind wir mittlerweile? 8. Ich streichel die Bremse nur und das Ding blockiert sofort. Meine Herren. Gleich kleinen Abstand. Entschuldigung. Mein Fehlerchen. Aber so eine olle Corvette, die kann das ab. Ami-Stahl. Ne, ist auch schon... Wobei, bei einer C2 war das noch keine Plastikhaut, oder? Doch, die waren, glaube ich, schon seit der ersten Generation Plastik. Ah! Sag mir doch einer, dass der bremst. Ich habe das überhaupt nicht realisiert. Ich dachte, die Bremsleuchten sind nur Deko. Wie war das denn bei der Corvette? Die war doch, glaube ich, seit der ersten Generation schon aus Plastik. Bei Plastikbombe. Ja, das war die Rache für gerade. Und grüß Gott, die Herrschaften. Oh, ich habe überhaupt nicht darauf geachtet, wie viel Sprit wir dabei haben. Ups. Ah, das sieht aber gut aus. Okay. Mehr als genug. Ah, schon Rennhalbzeit, okay. Ganz schön langsam unterwegs hier der 300 SLS. Und unser Partner mal wieder. Hinter uns ist weit und breit nichts mehr. Bist du derjenige, der direkt vor uns liegt? Wirklich? Hm. Komisch.
Die Farbe hier auf der Corvette finde ich echt geil. Das hat richtig Stil, ne? C2 in Oranje. Das gefällt dem Swody. Wenn sie jetzt nicht im Weg stehen würde, wäre das Ganze noch besser. Wir haben nicht mehr die schnellste Rennrunde inne. Dabei haben wir uns gerade noch eine richtig schön schnelle Runde gesichert. Aber das ist nicht die schnellste gewesen. Boah, wie die hier durchbläst, die C2. Oh. Ja, das können die Korvetten mit ihren amerikanischen V8-Aggregaten. Power, Power, Power. Nur in der Straßenlage hapert es ein bisschen. Da ist so eine kleine Renault Alpine dann doch ein bisschen flinker unterwegs. Guckt euch mal diese Größenverhältnisse an, auch der Kleine hier vor uns. Der versinkt ja im Prinzip unter dem Bodenblech der Corvette. P2 schon. Und hier wird es gerade ein bisschen eng, wollte ich sagen. Und dann habe ich mich wieder verbremst. Weil der E-Type aus unerfindlichen Gründen noch mehr auf die Bremse ging, als er sollte. Ich weiß, immer sind die anderen schuld. Das ist ja auch so. Es war natürlich mein Fehler, ich bin ihm ja hinten drauf gefahren, aber es war halt völlig unerwartet, dass er an dem Punkt, wo man normalerweise schon wieder aufs Gas geht, nochmal in die Eisen steigt. Ich glaube, wir liegen in Führung, kann das sein? Jawohl. Das ist das erste Rennen, das wir anführen. Wir hatten zuletzt schon mal P3, glaube ich, erreicht. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. War aber auch ein gutes Rennen. Und jetzt liegen wir tatsächlich in Führung. Ach, in Manicur. Da war es P2 sogar. Den Führenden haben wir gerade nicht mehr bekommen, aber P2 haben wir erreicht. Jawohl, da war was. Mit dem Ford Falcon. Grüß Gott. Neue persönlich schnellste Runde, eine 49,6. Das sind schon derbe, gute Zeiten. Aber es ist immer noch nicht die schnellste Rennrunde. Ich wollte nicht in die Box abbiegen. Noch 7 Runden auf der Uhr. Nichts mehr los vor uns. Die sind wohl alle mittlerweile in so einem Knoll zusammen und haben Probleme dabei, sich gegenseitig zu überrunden, weswegen hier einfach keiner mehr hinter vor uns links neben uns ist. Rechts neben uns, ich meine überhaupt neben uns. Und unser Renault Alpine Kollege mal wieder. Ich habe dich schon fast vermisst. Ich habe es bremsen sehen und habe nicht reagiert. Mal wieder typisch ich. Das ist
ist auch völlig schwachsinnig. Dann gibst du Gas, Kollege, und vor dir ist weit und breit keiner gewesen. Und trotzdem stehst du auf der Bremse. Ich verstehe die KI manchmal nicht. Nein! Ach, scheiße. Die erste Lücke noch getroffen. Gerade so. Dann aber leider die Cobra nicht mehr... Nein, der Cobra nicht mehr ausweichen können. Ja, ich bin schon wieder hier Schrambo. Passiert manchmal. Und dabei können wir es eigentlich ruhig angehen lassen, weil wir eh fast eine Runde Vorsprung haben. Aber das mit dem ruhig angehen lassen, ihr wisst ja, ist beim Racer nicht so einfach. Oh, wir haben nur noch 9,7 Sekunden Vorsprung. Sehr viel verloren diese Runde. Dreht ganz schön hoch das Aggregat bis 7,5. Wie komme ich jetzt an dir vorbei, ohne dir hinten drauf zu fahren? So, okay. Geht immer noch schneller. Wir haben 2/10 gerade im zweiten Sektor gewonnen. Oder gefunden oder wie auch immer. Der orangefarbene TVR Griffith, auch eine sehr schöne Sache. Da vorne die orangefarbene C2. Ganz kurz das Gas lupfen und dann wieder voll drauf, dann kommt dahinter ein bisschen rum. Funktioniert im Schumacher S ganz gut. Ja, was? Reicht die Ami-Power nicht oder wie? Na, ja, das Auto gefällt mir, das macht Spaß. Ist zwar kein Highspeed-Monster. Ups, ein Lärchen, mein Fehlerchen, sowieso. Kein Highspeed-Monster, aber es hat eine gute Kurvenlage, sprintet gut. Könnte sich wahrscheinlich auch auf einer richtigen Rennstrecke wohlfühlen. Und ich denke, für den Rallye-Sport ist das Ding wirklich wie maßgeschneidert. Wiegt nichts, hat gute Performance aus den Kurven raus, geht gut quer. Nur, ich glaube, fahren möchte ich sowas im Rallye-Sport nicht. Du sitzt ja mit dem Hintern wirklich schon auf dem Boden und wenn da mal ein Kieselsteinchen drunter ist, dann ist, ja, Sense. Wobei natürlich die Rallye-Fahrzeuge ein anderes Fahrwerk haben oder eine andere Aufhängung, mehr Federweg und. Sieht bestimmt ulkig aus, wenn dann plötzlich so viel Bodenfreiheit ist, wie das Auto hoch ist. Ja, aber es ist trotzdem eine sehr flache Flunder und ein sehr lustiges Teilchen. Ja, ein bisschen Zeit im ersten Sektor noch gefunden. Noch mehr Zeit im zweiten Sektor gefunden. Das war's schon. Oh, okay. Ich hätte jetzt noch so 20, 30 Runden weitermachen können.
Das Auto sieht ziemlich hin- und zugerichtet aus. Es tut mir sehr leid. Ich habe wirklich nicht nur die Ellbogen ausgepackt, sondern im Prinzip den Vorschlaghammer. Wir sind sehr oft in Kollision verstrickt gewesen. Es tut mir leid. Wie sieht's denn hier mit den Zeiten aus? Beziehungsweise erstmal mit dem Abstand nach hinten. Au! Ah! Das war ein Treffer. 33 Sekunden Vorsprung. Beste Rundenzeit. Ah! Oh, dieser bescheuerte Lotus Elan. Glaube ich diese Rundenzeit? Nein. 49-0. Eine 49-0. Das hätte, glaube ich, zur Pole Position im Qualifying gereicht. Das ist deutlich schneller als unsere Qualifying-Zeit. Und wir sind diesmal auf Platz 2 des Zeitentableaus. Wir sind Erster im Rennen. Also was kann man sich noch mehr erwünschen? Eine funktionierende Replay-Cam. Das, denke ich, wäre nicht schlecht. Ihr werdet es ja gesehen haben, ob sie funktioniert oder nicht. Das Rennen an sich war sehr, sehr unterhaltsam. Viele Überrundungsmanöver. Nur leider halt von mir auch ein paar zu viele Crashes. Das Auto fährt sich richtig schön. Die Strecke ist lustig. Hier müsste man mal so einen richtig dicken Ami ausprobieren. Also einen, bei dem du über den zweiten Gang nicht rauskommst auf der Geraden. Naja, wir schauen mal. Ich erinnere euch nochmal an die Umfrage. Den Link unten in der Videobeschreibung. Sagt mir, was ihr in der nächsten Folge sehen wollt. Und ansonsten verweise ich auf das Wochenprogramm. Wir haben heute den Samstag, dann haben wir morgen das zweite Rennen. ADAC GT Masters auf dem Slowakiaring. Montag gibt es GameStocker mit den neuen Karts auf der neuen Kartstrecke. Dienstag und Mittwoch freue ich mich drauf. Göteborg GT Pro Meisterschaft. Das kann nur in die Hose gehen, aber total lustig werden. Am Donnerstag dann Assetto Corsa Cars & Tracks mit dem zweiten Fahrzeug aus dem Dreampack DLC. Und am Freitag geht es dann in der ADAC GT Masters weiter auf dem Nürburgring. Also wieder mal hier. Es sind momentan die Tage des Nürburgrings, denn wir hatten jetzt die Nordschleife, wir hatten den Nürburgring, wir hatten jetzt die Müllenbachschleife und nächste Woche dann schon wieder den Nürburgring. So wie letzte Woche, glaube ich, die Ami-Woche war. Ein Ami folgte dem nächsten. Ami vor 8 hier, Ami vor 8 da. Es gibt halt mal so Themenwochen. Ich finde es nicht schlecht, aber es wird manchmal ein bisschen eintönig. Wir sehen uns hoffentlich in einem der nächsten Videos wieder und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Euer Swordy.